Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Splatoon! Play. Ja, genau, Splatoon 3. Gibt wieder Splatfest zu dem Spiel, was nächste Woche rauskommt, was wir dann auch spielen werden. Wir freuen uns. Und schauen erstmal. Ja. Da. Das letzte Mal auf Zelda Splatfest läuft. Und auch streben war. Ja, eindeutig Mut, Leute. Mut ist das Einzige. Du sagst das. Ich wäre ja bei der Farbe nach Weisheit. Ja, aber Weisheit, warum denn Weisheit? Ergebnis der Aufwärmphase. Alter, wie knapp. Ich glaube, wir nehmen Kraft. Wollen wir Kraft? Ja, gut, dann nehmen wir aber Kraft. Geht nicht anders, wenn man sich nicht einig ist, aber. Update, Update. Neue Season, ja, schön. Also, Weisheit kann man sich aneignen. Mut ist so eine Sache, das ist nicht so einfach. Und Kraft halt theoretisch auch. Alla Manta Maria. Manta Maria. Ey, sind anscheinend gerade mal keine Dinger da, die wir schon auswendig kennen. Was? Neues von der Bergerwehr? Oh, es gibt einen neuen Boss. Was? Ganz neue heißt, Art Obersalmonide, oha. Da ist, da müssen wir mal reingucken wieder. Ja Leute, wir machen ein Splatfest-Part und machen dann noch eine Part-Taste. Schauen wir mal. Let's take a look, I think. Ja, Splat... Oh nein. Ich dachte, das war... Oh, toll. Was denn jetzt? Das sind doch wieder Arena, die wir schon oft hatten. Ja, aber da war doch irgendwie das Schiff. Ja, das war aber nur, wenn du irgendwie was anderes machst. Dann eben danach immer Splatfester reden, das war was anderes. So, wo ist jetzt das Ding, Ständchen, wo man sich ein T-Shirt... Okay. Ah, was geht jetzt hier ab? Eingang Hallo? Zum Bahnhof. Ist das das DLC? Ne, besseres Sortiment. Aha. Stimmt, das ist doch bei dem... Ist das nicht bei dem DLC teilweise auch dabei, dass man so eine Sache kauft? Da hinten ist doch der Stand hinter dir direkt. Oder nicht? Ja. Oh, der eine will Wisdom. Ja, ja. Ich glaube, diese T-Shirts, die kann man sich auch in echt bestellen. Das habe ich sogar auch überlegt, weil die... Meinst du über den Gratis-Punkte-Platin-Dings? Nee, ja, echt halt. Also im Nintendo Store, aber halt mit echt Geld. Ja, los, dann sind wir halt Ganon drauf. Ich finde es immer noch ein Skandal, dass es bei Pokémon Go kein grünes Team gibt. Ich weiß, das sind nicht, das sind dann die Hauptfarben oder wie das heißt und grün ist ja keine Hauptfarbe, bla bla bla. Könnt nicht mal. Könnten wir uns eigentlich wieder eine neue Waffe kaufen? Das ist jetzt die Frage. Nein. Noch nicht. Aber ich glaube, wir hatten... Och, der labert halt auch wieder so viel. Alter, wer liest das? Nee. Guck mal, die Hände von ihm. Der sieht für mich, habe ich das schon mal gesagt, ein bisschen aus wie ein Minion. Möglich, dass du es gesagt hast. Wollen wir dann noch in die anderen Shops raus reingucken oder einfach Waffe hier aussuchen und dann gehen? Nimmst du deine Waffe und dann ist gut. Frage ist, was nehmen wir jetzt? Wir müssen eh damit rechnen, dass das fünfmal bricht über die Verbindung. Mal schauen. Hier, wir haben doch, nehmen wir einfach, wo ist er denn? Das ist doch das, was ich meine. Hier aus dem Story Mode. Ja, absolut. Ich, 100 Pro weiß ich, was du meinst. Geh mal auf Deko und Co., da ist noch wenigstens. Oh, zu spät. Aber da war ein Ausrufezeichen. Ja, später. Und, oh, da ist noch ein Ausrufezeichen. Kitzi, Kitzi. Nee, das ist immer da. Ja, dann soll der sich mal verpieseln. Deadfest Kampf. Normalo-Kraft-Film. Diese Bezeichnungen sind auch immer dasselbe, nur mit Blablabla-Fan, oder? Ich glaube, der erinnert sich nichts. Glaube. Was man hier noch schön ist. Gute Granate und die. Ich find's. Ich meine, das ist ein Zelda-Splatfest, ich find's interessant, dass da Ganondorf ist. Aber tatsächlich in Breath of the Wild war ja Ganondorf gar nicht so richtig Ganondorf. Es war ja nur Ganon. Ja.
oder so ein Fluch von ihm, aber der richtige. Vielleicht kommt ja in Tears of the Kingdom der richtige wieder zurück und sagt Hallo. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt. Ich habe ja schon auch mehrmals überlegt, mir das Video dazu anzugucken, aber nein. Was meinst du? Ja, diese. Es gibt ja noch vieles, was ich nicht gesehen habe. Ich meine, den allerletzten Trailer, das ist, glaube ich, sogar ein krasser, weil Tim hat da geweint. Ach, du hast es auch nicht gesehen? Nein, den letzten habe ich nicht angeguckt. Na gut, dann lasse ich es erst recht. Ja, das heißt ja nicht, ich mache das ja nur, weil du es nicht geguckt hast. Ja, deswegen, dann gucke ich das richtig. Wenn du wegen mir das nicht guckst, dann sage ich, oh komm, ich gucke jetzt doch. Okay, dann gucke ich es mir jetzt an der Katsche. Spaß. Ich habe nur gesehen, dass es irgendwie eine andere Prinzessin oder zumindest irgendein anderes weibliches Wesen gibt. Da habe ich ja schon mehrmals auf Thumbnails gesehen. Aber ja, okay, aber Mifa ist auch ein weiblicher Sora und hier die andere da von den Gerudo und so. Ja, deswegen, ich habe keine Ahnung, was sie jetzt genau ist, aber auf jeden Fall irgendwer. Und wir haben Impa, hallo. Ja, gut. Sagen wir mal so. Du kannst gleich dein Ulti einsetzen, dass du es nicht vergisst. Ja. Ulti einsetzen, los! Tinsuka oder was das ist? Boom, boom, boom. Und das war weniger als... Okay, weg da, schnell. Flucht! Da ist jemand. 1 gegen 1. Schade. Ach, Jan. Ich werde mein erstes gewinnen, aber... Du musst doch mal... Du hast da 2 Sekunden draufgeschossen und dann... Weiß ich nicht, war es schon vorbei. Oh nö. Was ist denn los? Was hast du gemacht? Ach, hast du schon wieder eine Pflichtrede? Bisschen vermisse ich Splatoon ja auch, ne? Was passiert da schon wieder? Ach, kann ich mir mal drüber reden, dass du besser werden solltest? Oh shit. Aber ich weiß nicht, wer verliert tatsächlich. Oh, nee, nicht. Aber man sieht's ja, wenn du startest. Aber du sollst nicht sterben, ja, deswegen. Ich kann auch irgendwie die Karte aufrufen, ich hab keine Ahnung wie. Nein, das geht nicht, Jan. Das ist viel zu gut. Nein. Och Jan, du hattest doch fast deine Tinsuka. Fast. Deine Tinsuka-Bumm und du hättest Ausweichen und Tactics und runter und Angriff und BAM in die Fresse! Grün scheint zu gewinnen. Ich gehe vom Start aus. Ihr habt noch eine Minute, das könnt ihr schaffen. Wenn ihr in der letzten Minute jetzt nochmal alles dreht. Okay, es sind sehr viele von euch. Vielleicht sollte man die Waffe nochmal wechseln. Aber die Heldenwaffe. Wie es aussieht, bist du nicht eines Helden würdig. Du bist Ganondorf gerade, du bist kein Held. Hilfe! Was bist du denn? Voll erwischt, sind alle tot. Oh. Ich würde sagen, das war ein Schuss in den Ofen. Ja, ein bisschen. Du rennst halt auch direkt rein, ohne zu gucken. Guck dich ein bisschen um, nutzt deinen Tintenfisch, Tinte und dann Ding sie. Ich will aber nur weg. Ihr habt nicht mal 200, glaube ich. Ach du Heilige, haben die uns auseinandergenommen. Ich glaube, im Verhältnis habt ihr nicht mal 200. Ach du Heilige. Okay. Doch, aber. Warte. Das war katastrophal. Komplette Vernichtung. Das ist mit nichts zu gerechtfertigen. Oder als Entrepreneur sogar. Ja, er weiß ja nicht. Und der eine ist ein super seltenes Naturdenkmal. Ich weiß nicht, wie das zu erklären ist. Ja, Jan, so kriegen wir keine neuen Waffen. Ja. Jetzt war nicht so. Jetzt erst. Oh, okay, dann nicht. Ich wollte eigentlich B drücken. Oha. Tja, dann. Was denn jetzt? Man kann das mittlerweile einfach abbrechen, ich glaube wohl. Ich hätte jetzt gesagt, wir gucken nochmal in diesen einen Shop rein. Kurz. Und dann wechseln wir die Waffe. Denn jetzt? Ja, da wo das Ausrufezeichen ist, wir wissen, was das ist. Ich mag Ausrufezeichen. Da, Deko und Co. Och man, Hilfe. Ach ja, und die Steuerung. Wie gesagt, wenn du Nintendo und PC Sachen oder keine Ahnung was parallel spielst, ist nicht gut. Macht's nicht besser. Multitasking-fähig muss man das sein, würde ich sagen. Nein, nur bei ihr war was Neues, der Rest ist irrelevant. Außerdem unterstütze ich das nicht, wenn Leute aussehen, als würden sie kiffen.
Oder ist einfach nur müde. Aber müde Leute sind auch eher schwierig. Was nehme ich denn jetzt, sag? Du nimmst die 8. Waffe. Na, das will wohl anders, ich komplett versage, aber gut. Ich habe nicht gesehen, was das vorher ist, aber schlimmer als das, was eben war, geht nicht. Das waren 75% zu nicht mal 20. Das haben wir Hinterkopf. Weißt du, was ich mir eben gegönnt habe? Einfach 2 Apfeltaschen. Und ich habe sogar eine noch. 2 Stück. Ja, 2 Stück für 2 Euro. Aber ich habe noch nie so eine Apfeltasche kalt gegessen. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Du hast keine Mikrowelle, ne? Außer nee. Mal einen Ofen oder so. Warum? Ich will die kalt testen. Ich will die da nicht wieder warm machen. Ich weiß nicht, wo man das machen sollte, aber gut. Warum nicht? Es ist jetzt nicht so schlimm wie kalter Kaffee oder warmes Bier oder Softdrink ohne Kohlensäure. Aber mir kommt so vor, als wären die Apfeltaschen von McDonald's kleiner geworden. Genau. Ich meine, ich habe große Hände, das haben wir ja gelernt. Ja, das war's dann auch. Aber wir machen ja nicht Part 2 von dem Job. Aber, vielleicht ist einfach im Verhältnis zu meinen Händen diese Tasche einfach so. Deine Hände sind einfach so stark gewachsen, Flo. Und deswegen hat Jan auch da gar kein Problem mit, weil seine Hände halt auch so klein sind. Er merkt das ja gar nicht. Für Jan war das schon immer so, da hat sich ja nichts geändert. Ich hatte aber auch nicht auf diese Apfeltaschen, also von daher habe ich da eh nicht. Na klar, gehört dazu. Jan, was machst du? Kannst du nichts drücken? Okay, ja, ich muss kurz warten. Aber warten ist Geld und Geld haben wir nicht. Das ist bedauerlich. Naja. War gerade so gut. Da war noch längst kein Gegner in Sicht. Da kannst du gar nicht schlecht gewesen sein. Um das mal richtig zu stellen. Aber guck mal, da ist ein glorreicher Kraft-Fan dabei. Und volle Kanne Kraft-Fan. Okay, der eine ist wieder weg. Aber ich glaube, die sind, wie sagt man so schön, eine gute Unterstützung für das Team. Ah, kennst du die Mission noch? Da gab es ja auch mehrere von. Das am Ende passiert automatisch. Ja. Wenn es alle ist. Ich zeig dich an. Warum? Das war zu hoch gesprungen. Es gibt eine in Splatoon und in dem, wie heißt das, Splatville und Splat World, keine Ahnung, da gibt es eine festgelegte, wie heißt das, Maximalsprunghöhe. Und du hast sie um 5 cm überschritten. Pro überschrittenen Zentimeter ein Jahr Gefängnis. Na gut, oder 2000 Euro in bar. Ja, ist. Darfst du aussuchen, was du möchtest, ja? Das heißt, entweder 10.000... Willst du nicht mal von deinem Erlebnis gestern erzählen? Von meinem Erlebnis? Ja, aber der Vater ist doch schon fast vorbei. Ja, dann mach's im nächsten. Ich erzähl euch mal was anderes. Heute war mal Familientreffen. Nein. Geht noch weiter. Ja, Familientreffen gemacht. Wir waren in Arnshausen. Kennst du? Kennst du? Da kann man irgendwie ins Zittertal laufen und so. Und der Hinweg war gefühlt 10 Minuten. Und wir hatten vorher schon gesagt, man kann noch einen längeren Weg gehen. Alle haben gesagt, ja, wir setzen uns erstmal hin und dann entscheiden wir dann, also, wo wir hin wollten. Und von da aus kann man ja immer noch zurück den längeren Weg gehen. Also, er geht doch dann eh nicht den Weg. Egal. Also, einen richtigen Kampf würde ich aber noch haben, Nepal. Ja, hätte ich auch gern. Oder wollen wir es dabei belassen, ist die Frage? Nein. Also wenn das nochmal passiert, hör mal auf. Noch. Ja, ein Drei noch. Jedenfalls, das war so an der Klippe, das war so
so ein überdachtes Häuschen, wo man da sich hinsetzen konnte. Da waren aber gar keine Tische. Dann hat eine Kuchen mitgebracht, aber gleichzeitig natürlich Wurst und sowas. Dann muss ich das, Kuchen und Wurst. Halt. Mit Brot. Direkt nach dem Kuchen so ein Wurstbrot. Naja. Wir waren heute ja auch hier und haben Bratwurst gegessen. Was heißt denn hier? Gemacht. Ich dachte, du wärst bei den Eltern gewesen. Nee. Ja, red weiter. Ist das jetzt eigentlich immer? Wann ist der wieder weg? Wann ist der nicht da? Und keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Ist nicht immer. Im Moment ist er halt irgendwie öfters, aber der ist halt jetzt nur nicht das Wochenende. Ah, so ist es. Na, jedenfalls, ja, war halt so, ich war da. Und die anderen waren da und haben mal geredet. Die Kinder wollten unbedingt, dass ich mit dem was mache, dass wir da durch den Wald laufen und so. Haben auch gemacht. Habe es von meiner Mutter wieder ganz viel Sachen bekommen. Putenbrust, Schnitzel, Krakauer. Ich habe ganz viel Toilettenpapier bekommen und Küchenrolle. Ich habe Möhren bekommen. Ja, einiges. Und eben auf dem Rückweg habe ich mir bei meinem McDonald's was gegönnt. Ich habe mir meinen Lieblingswrap gegönnt, solange der noch da ist. Gefühlt war da aber 2 Milliliter von der Süß-Sauer-Soße drin und mehr nicht. Und der war nur halb gerollt und so, ganz schlecht. Dann habe ich, weil ich genug Punkte hatte, mir den Chicken Burger gegönnt und wie gesagt, diese 2 Apfeltaschen. Aber eigentlich wollte ich die Punkte für was anderes ausgeben, aber das war jetzt also nur an einem Tag da oder so. Es gab jetzt so einen Angelhut von Lipton Eistee. Und an dem einen Tag, wo ich das einlösen wollte, gab es das in der Filiale nicht mehr, abgesehen den anderen gab es das. Aber 2 Tage später nicht mehr. Naja. Schade. Alien! Wow! Oh nein. Gegen den Panzer kann ich nichts machen. Du hast dein Ulti. Was auch immer du damit tust. Na, in das gegnerische Lager eindringen einfach. Komm, du kannst krasse Sprünge machen. Gott, pass auf, was du tust, bitte. Wow. Pass auf, das sind viele. Runter. Ich hab ihn auch getötet. Double kill. Wenigstens so. So singt die doch. Das ist jetzt schon ein bisschen rassistisch, muss ich sagen. Warum? Ist halt so. Warum bin ich jetzt Rassist? So singen die gar nicht. Oder wenn ich sage. Natürlich. Oder wenn ich sage. Ha, ich bin der Holländer und ich spreche gerne so. Bin ich auch Rassist gegen Holländer? Ja. Ich glaube nicht. Das habe ich auch schon mit Tim besprochen. Auch bei so schwarzen Humor ist es immer die Frage, wie es natürlich gemeint ist. Und wie man Menschen gegenüber, die das vielleicht angreift, damit umgeht. Weil das war doch so eine Debatte mit, keine Ahnung, Zigeunersoße und alles sowas. Viele, die das betrifft, beziehungsweise die das halt sind, die haben da eigentlich gar nichts gegen. Ja. Komm nochmal ein Sieg jetzt zum Schluss. Jan, oh! Jan, den anderen! Oh, das wird eng. Aber ich glaube, ihr habt. Oh, das ist. Ich weiß es nicht. Du musst jetzt nochmal alles rausholen. Ja, die Bleib dürfen da. Auch nicht alle hier die ganze Zeit. Los! Einen sterbenden Schwan machen. Links rum. Genau. Unter dir ist wer, glaube ich. Ah, da ist jemand. Noch 30 Sekunden. Es wäre gut, wenn du nicht stirbst. Das sagt sich so einfach. Ja, du machst halt auch nichts. Du gehst dann runter, dann musst du wegkillen. Oder entgegengehen. Du bist so passiv. Nichts. Weiß nicht, was ich tun soll. Und verzweifle. Mäßig. Dann mach doch nochmal. Komm, die 100 muss an. Ja. Das könnte es gewesen sein. Nein, ich glaube nicht. Am Ende wurden wir, glaube ich, immer noch sehr zerstört. Na, nee. Schade. Ach man, Link gewinnt halt immer. Mut. Es war knapp. 1-2 werden weniger sterben. Also von dem Kraft ist das beste Team, habe ich jetzt nichts gemerkt. Das war ja eine andere Abstimmung, glaube ich. Ja, es waren nur Zwischenergebnisse. Das
So, ich das. Ach ne, die Beliebtheit und das kommt jetzt noch. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's mit dieser Folge von Splatoon 3. Und wir sehen uns. Und in der nächsten Folge machen wir dieses andere da. Salmoniden-Dings. Also nicht verpassen, ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.